So, in diesem Video soll es einmal um die Stetigkeit am Rand gehen. Ja, also bisher hatten wir ja immer Stetigkeit definiert für innere Punkte und Grenzwerte. Ja. Für innere Punkte. Und da sind wir auch so ein bisschen drüber hinweggehuscht, dass das so ist, ja. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass es ja nicht nur solche Punkte gibt, die innere Punkte von der Definitionsmenge einer Funktion sind, sondern es gibt natürlich auch Punkte, die liegen am Rand. Also Beispiele, die wir ja so haben könnten, ja, ist zum Beispiel wunderbar diese Funktion f, die definiert ist von r größer gleich 0 nach r mit f von x gleich Wurzel von x. Ja, also was ganz Banales, die Wurzelfunktion. Ja, sie ist natürlich nur für nicht negative x definiert. Ja, und wenn wir die Stetigkeit dieser Funktion uns hernehmen wollen, nachrechnen wollen, dann können wir das bisher nur für die inneren Punkte ausrechnen. Warum? Weil wir ja eben halt Stetigkeit nur für innere Punkte haben. Ja, man kann also nachrechnen, wenn man das möchte, stetig, dass das Ganze stetig auf r echt größer 0 ist. Ne? Das heißt, das ist ja diese Menge. Das ist das offene Intervall von 0 bis plus unendlich. Ja, das heißt aber, was ist mit 0? Ja, ist das Ganze auch stetig in 0? Diese Frage können wir zurzeit nicht beantworten, weil wir das nicht definiert haben. Und wenn wir uns die Wurzelfunktion vorstellen, dann würden wir natürlich sagen, ja, natürlich ist das irgendwie stetig. Stetig in 0, ja, wenn man wieder diese Idee hat, dass man sagt, dass eine Funktion stetig ist, wenn man den Graphen der Funktion in einer Linie malen kann, ohne den Stift abzusetzen, dann hat die Wurzelfunktion an der Stelle 0 gar kein Problem. Ja? So, das heißt, da müssen wir also was tun und was wir dafür brauchen, ist erstmal eine Definition, zwar eine Definition von einem Grenzwert in einem Randpunkt. Ja? Und das machen wir jetzt in diesem Video. Definition. Wir definieren also, was ein Grenzwert in einem Randpunkt ist. Ja. Also sei a eine Teilmenge von r, so, und f eine schöne Funktion, ja, die auf a definiert ist. Ja. Sei x0, ja, also das ist jetzt der spannende Punkt, der sei in a, das muss schon mal sein, also sonst macht es ja irgendwie gar keinen Spaß, und das sei kein innerer Punkt. Ja, also es gibt kein vollständiges Intervall um x0 herum, also was kein Punktintervall ist, was in A enthalten ist. Ja, das gibt es nicht, aber es gibt ein Epsilon größer 0, sodass Folgendes gilt. Also als Alternative, ja, entweder ist dann das Intervall x0 bis x0 plus h epsilon, nicht h, sondern epsilon, in a enthalten. Oder ja, das andere Intervall. Das ist einfach von x0 minus epsilon bis x0. Das sei enthalten. Enthalten. So, dann ist es schon mal klar, ne? Also wir haben hier so Halbintervalle oder halboffene Intervalle, besser gesagt. Und der inklusive Randpunkt hier, das ist jeweils der x0-Punkt. Ja, und das ist damit ist schon mal klar, dieses x0 liegt tatsächlich am Rand von diesen halboffenen Intervallen und ist in diesem halboffenen Intervall und das ist komplett in A enthalten. Es gibt aber, weil es ja kein innerer Punkt ist, dieses x0, kein komplettes Intervall, wo x0 komplett drinnen liegt. Ja? Also damit ist x0 definitiv ein Randpunkt. Jetzt fragen wir sich höchstens noch die Frage stellen, und welche Punkte sind es jetzt immer noch draußen? Das sind die isolierten Punkte. Ja? Also das heißt, x0 ist kein isolierter Punkt. Ja, kann man sich noch fragen, was ist denn ein isolierter Punkt? Ja, also das mache ich mal hier in Grau daneben. Also so ein isolierter Punkt wäre, wenn ich so ein Intervall hier habe, also das Intervall von 0 bis 1,
Ja, und dann vereinigt mit der Zahl 2. Ja, das ist natürlich auch eine Menge A, die ich mir so basteln könnte. Ja, dann wären 0 und 1 Randpunkte, ordentliche Randpunkte. Alle Werte zwischen 0 und 1, echt zwischen 0 und 1, wären innere Punkte. Und 2, die arme 2 wäre hier ein armer, isolierter Punkt, der einfach nur so ganz alleine vor sich hin dümpelt. Ja, gut, also diese Punkte, die isolierten Punkte, da macht irgendwie die Definition einer Stetigkeit einer Funktion ja irgendwie auch gar keinen Sinn, deswegen sparen wir uns das irgendwie da irgendwas zu konstruieren, weil das eigentlich auch fürchterlich nutzlos wäre. So, aber für Randpunkte ist das nicht nutzlos, sondern sinnvoll. So, jetzt haben wir es also erstmal herausgearbeitet, was so ein Randpunkt ist. Ja, und jetzt schreiben wir, was ein Grenzwert ist. Dann schreiben wir. Y0 ist der Limes, x geht gegen x0 und x ist in A, kann man dazu schreiben, oder manchmal, je nachdem, wie der Autor so drauf ist, schreibt man auch einfach, x ist echt größer x0. Ja, das ist irgendwie ein bisschen doppelt gemoppelt. Also eins von beiden würde reichen, ja, wenn man das hinschreibt. Also man muss nicht beides hier hinschreiben, x in Element A und x ist echt größer x0. Bisschen präferiere ich diese Variante, weil man dann sieht, von welcher Seite man kommt. Ja, hier sieht man, man kommt quasi von rechts auf das x0 zu. Das heißt, wir haben eben diesen Fall. Ja, und die andere Variante, wo man eben halt schreibt, x ist echt kleiner x0, da weiß man eben halt, man kommt genau von der anderen Seite. So, was muss ich hier noch hinschreiben? Natürlich schreibe ich da f von x hin. Ja. So, beziehungsweise die andere Variante muss ich natürlich auch noch hinschreiben. Ich muss sie wenigstens einmal zeigen. Ja, ich meine, das ist wieder genau total analog. Das können Sie sich also vorstellen. Ja, aber der Vollständigkeit halber schreibe ich es hin. Y0 ist eben halt der Limes f von x. Und das x geht gegen x0. Schön. Und das x ist echt kleiner x0. Jetzt lasse ich das mit x aus A mal weg. Weil das ist sowieso klar, weil sonst ist f von x ja gar nicht definiert. Ja, so, jetzt haben wir also diese Symbolik aufgeschrieben. Und wann schreiben wir das? Genau dann, wenn für jede Folge xn mit xn, also die Folge ist jetzt eine Folge, xn ist jeweils aus A, ja, ohne x0 selbst. Und der Grenzwert n gegen unendlich von xn, der ist genau x0. Ja, und natürlich gilt, xn ist immer echt größer x0. Natürlich in eckigen Klammern genau andersrum. Ja, je nachdem, welchen Fall man gerade hat, je nachdem, welcher Fall also gerade vorliegt, ja, schreibt man entweder das eine oder das andere vor. Ja, gilt. So, also diese Folgen müssen was erfüllen, und zwar alle, nämlich dass der Limes n gegen unendlich f von xn, dass das eben halt genau dieses y0 ist, diese Zahl. Ja. So, das ist im Prinzip genau dasselbe wie bei der vorherigen Grenzwertdefinition. Das Einzige, was eben halt neu dazugekommen ist, ist eben halt diese weitere Einschränkung. Ja, dass man sagt, okay, wir kommen entweder von der einen oder von der anderen Seite. Ja, und die taucht hier natürlich auf. Ja, und dann hat man wieder die ganz normale Konstruktion, die einfach sagt, pass auf, du hast hier eine Folge xn, irgendeine, die hat den Grenzwert x0, die läuft auf das x0 zu. Und dann müssen die Funktionswerte, die müssen auch einen Grenzwert haben. Und wenn die einen Grenzwert haben, dann nennen wir diesen Grenzwert y, dann ist das halt y0 und nennen das den Grenzwert der Funktion in einem Randpunkt, ja, in einem Randpunkt x0. So, machen wir nochmal ganz kurz Beispiele, was es da so alles gibt. Ja, natürlich gucken wir uns jetzt mal an, was ist denn jetzt hier bitte schön, also ein Beispiel hier. Was ist jetzt also der Limes? Wurzel von x. X geht gegen 0, das ist durch der Randpunkt, und x ist echt größer 0. Ja, das ist natürlich ziemlich genau 0. Ja, das ist klar.
So, vielleicht eine etwas spannendere Geschichte. Man kann sich auch fragen, was ist eigentlich Limes? X geht gegen 0. X ist echt größer als 0 und dann x hoch x. Ja, das ist so eine interessante Funktion. Die ist deswegen hier auch ein bisschen interessanter und als Beispiel ganz nützlich, weil diese Funktion in 0, 0 hoch 0 ist ja nicht definiert, diese Funktion ist in 0 nicht definiert. Nichtsdestotrotz existiert aber dieser Grenzwert, der ist nämlich 1. Ja? Das heißt, wenn ich mir ganz grob die Skizze mache, also das ist nämlich eine ganz grobe Skizze von x hoch x, dann sieht die Funktion ungefähr so aus. Das ist irgendwie so, wupp, da. So, dann ist hier 1, hier ist auch 1, ja, und die hat hier so ein lustiges Minimum, ja, und die geht hier tatsächlich, im Grenzwert hat diese Funktion den Grenzwert 1, aber sie ist dort nicht definiert. Gut, im nächsten Video mache ich dann einmal die Definition von Stetigkeit in Randpunkten und ich hoffe, das hat jetzt geholfen.